Mehr als 2 Jahre hat Samsung uns schmoren lassen, uns neue Klickhits verwehrt und nun hängt man einfach nur ein S an den Namen des Smartphones. Wir sind aber trotzdem überglücklich, es präsentieren zu können, das Samsung Galaxy Xcover 4S. Aber da wir, wie alle wissen, ein Smartphone-Jahr wie 2 normale Jahre zu werten sind, ist das schon eine enorm lange Zeit. Und trotz dessen, dass ich mit dem Alter auch immer vergesslicher werde, glaube ich, das Smartphone sah letztes Mal schon genauso aus. Ob sich überhaupt etwas verändert hat oder ich dasselbe Smartphone von damals einfach normal teste, erfahrt ihr jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Videotestbericht des Samsung Galaxy Xcover 4. Um die Frage aus dem Teaser schon mal vorwegzunehmen, ja, es hat sich schon etwas geändert, aber eher unter der Haube. Aber zumindest ist es erstmal genau gleich groß. 146,2 mal 73,3 mal 9,7 mm in der Dicke. Der große Vorteil, wir können dasselbe Zubehör wie vorher nutzen. Es hat ein Display mit einer 5 Zoll Diagonale, 12,67 cm, ein PLS-TFT, also kein AMOLED, wie sonst bei Samsung üblich, mit 720x2080 Pixeln. Es wiegt 172 Gramm, wenigstens das Betriebssystem hat man aktualisiert. Hier läuft jetzt Android 9.0 mit der neuen One UI. Und die größte Neuerung steckt dann wirklich hier hinten unter der Haube. Der 1,6 GHz Exynos 7885 Octa-Core Prozessor. Das ist derselbe wie beim A8 aus dem Jahre 2018. Gar nicht so alt. 3 GB RAM gibt es jetzt auch noch. Verdoppelt hat man auch den internen Speicher. Wir haben jetzt 32 GB, von denen noch ca. 21,2 GB zur freien Verfügung stehen. Erweiterbar ist das Ganze auch per MicroSD-Karte. Auch der Akku ist gleich geblieben, der darunter steckt, 2800 mAh. Das hört sich zwar nach wenig an im Vergleich zu anderen Smartphones, aber die sind eben auch wesentlich größer vom Display und da der Prozessor mittlerweile sparsamer ist, hält das Smartphone laut technischen Daten sogar wesentlich länger durch. Und dieser Akku ist tatsächlich austauschbar. Wir können das Ganze hier mal testen, indem ich den Rückdeckel abnehme. Hierfür wurde ich früher mal ausgelacht, weil ich das nicht hinbekommen habe, aber das Gerät geht hier noch relativ dankbar mit mir um. So, und verschont mich. Habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen bin ich auch hier ein bisschen aus der Übung. Aber da wird man auch auf einmal ganz neues Teil geschwimmen, wenn man sich an die ganzen Nokias oder später Microsofts erinnert, wo ich ewig mit dem Rückdeckel gekämpft habe. Hier sieht man auch gleich dann die Dual-SIM-Funktionalität des Smartphones. Ihr könnt hier oben einen SIM reinstecken und hier unten. Und das Coole ist, hier oben passt dann sogar eine Micro-SD rein. Ist wirklich nicht schlecht. Akku eben ganz normal austauschbar. Hier hinten auf der Rückseite seht ihr dann auch direkt die Dichtungen des Smartphones, damit hier hinten dann auch kein Wasser reinläuft. Weil klar, das ist natürlich das große Ding beim Xcover 4, denn es ist IP68 zertifiziert und nach dem MIL-STD-810G Standard, ein militärischer Standard, der schützt vor dauerhaften Untertauchen bei 1,5 Metern Wassertiefe für 30 Minuten. Also das Gerät hält wirklich einiges aus, wie ihr hier dann auch sehen könnt. Ja, ansonsten die Hauptkamera hier hinten hat 16 Megapixel, F1.7 Blende, Autofokus, LED-Licht, leider keine optische Bildstabilisierung. Die Frontkamera bietet 5 Megapixel, F2.2. WLAN AC bietet das Smart C, Bluetooth 5.0, sogar hier unten gibt es USB Type-C. Immerhin dort hat man optimiert und angepasst. Ansonsten gibt es hier unten gar nicht viel zu sehen, außer einem Mikrofon. Hier an der Seite, ja, alles natürlich aus Kunststoff. Wie soll es auch anders sein? Das verleiht dem Ganzen immerhin mehr Grip. Das Schöne ist, ich kann euch hier auch teilweise einfach die gleichen Sachen zeigen wie beim Vorgänger. Und ja, aber jetzt tun wir einfach mal so, als ob ihr das Ganze noch nie gehört habt. Das, was sich hier zum Beispiel geändert hat, ist der X-Cover-Button. Wie der genau funktioniert, zeige ich euch nachher noch. Aber der ist jetzt immerhin orange. Hier auch eine Wippe für die Lautstärke, alles gut erfüllbar, alles wackelt kaum. Das Ganze ist wirklich gut gemacht. Hier oben noch ein Eingang für eure Kopfhörer, das darf hier dann natürlich nicht fehlen, das ist ganz klar. Hier auf der Seite noch der Einschalter. Ansonsten auch, finde ich, sehr gut gemacht,
der Übergang hier vom Rückdeckel des Smartphones zum Rahmen. Auch das ist hier ohne große Spaltmaße bundig abgeschlossen. Ansonsten sieht man auch hier wirklich auf der Rückseite, es gibt hier keinen Fingerabdrucksensor. Aber gut, der wäre vielleicht bei Nässe dann eh unbrauchbar gewesen. Also ja, kann man gut drauf verzichten. Auch hier unten drei Hardware-Knöpfe, damit wir das Ganze einfach auch gut bei Nässe bedienen können. Sowieso generell das ganze Smartphone auch mit Handschuhen bedienbar. Also wenn man das machen will, braucht man wirklich ein X-Cover. Kommen wir noch zu den Farben des Smartphones. Ja, wie ihr es hier seht, in Schwarz. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, schalten wir das Smartphone einfach ein. Ja, selbst Samsung fällt zu diesem Gerät irgendwie nicht so viel ein. Die Werbetexte auf der Homepage sind fast dieselben wie beim Vorgänger. Komischerweise allerdings ohne Werbung für das Planet First Programm. Friday for Future ist wohl noch nicht ganz so angesagt bei Samsung. Ansonsten, ja, trotz günstiger Hardware gibt es auch hier die One UI von Samsung. Die ist ja eigentlich optimiert auf Einhandbedienung, dass hier zum Beispiel die Bildschirminhalte nach unten rutschen. Aber hier käme ich mit dem Finger natürlich auch überall hin. Das heißt, ganz so notwendig wie bei den großen Samsung-Smartphones ist es hier nicht. Trotzdem macht diese Oberfläche natürlich auch hier Sinn. Das Ganze habe ich alles schon mal flüssiger gesehen. Aber ansonsten, bis auf eine kleine, im Augenmaß gemessene halbe Gedenksekunde, bis sich der Bildschirminhalt der einzelnen Apps hier offenbart, muss ich sagen, läuft das hier wirklich alles sehr schnell und flüssig. Also kann man dem Prozessor auf jeden Fall keine Vorwürfe machen. Ansonsten können wir auch hier gerne mal in die Einstellungen gehen. Hier gibt es nämlich die Funktion unter erweiterte Funktionen, wovon ich vorher schon gesprochen habe, die X-Cover-Taste. Der Standard ist, ich drücke hier hinten drauf und die LED geht an. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, durch Drücken und Halten die Kamera zu aktivieren und sogar ein Bild zu schießen. Wir können hier auch wieder zurückgehen. Das Ganze lässt sich natürlich umstellen und konfigurieren, denn es ist nämlich so, wer schon mal einen Hosentaschenanruf gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Ja, dass man die Taschenlampe einfach aus Versehen in der Tasche aktiviert und das Ganze natürlich durchaus dann mal den Akku leer saugen kann. Ansonsten muss man sagen, das Schöne an dem Smartphone ist, viel unnötige Apps oder Bloatware, wie wir Handytester sagen, ist hier nicht vorinstalliert. Es gibt hier einzig einen Ordner mit drei Microsoft-Apps. Ansonsten, das Schöne ist, es ist hier sogar ein Radio installiert. Hier einfach dann die Kopfhörer anschließen und ihr könnt im Wald oder was weiß ich Radio hören. Auch die Kamera bekommt auf Samsungs Homepage keine extra Überschrift mit Schießen Sie mitreißende Bilder wie früher. Man hat hier wohl einfach herausgefunden, dass es trotz Optimierungen eben doch bessere Kameras gibt. Hier wird dann eher der LED-Blitz beworben und was man damit so für praktische Fotos machen kann. Allerdings muss man wirklich ehrlich sein und zugeben, sie ist gar nicht so schlecht und eigentlich eines der Hauptargumente für das neue X-Cover, zumindest also verglichen mit dem Vorgänger, also nicht mit anderen Smartphones. 16-Megapixel-Kamera haben wir hier. Die Szenenoptimierung kann man hier oben sehen und aktivieren oder ausschalten und das lässt dann Bilder auch tatsächlich ganz gut ausschauen. Also wir haben hier so ein paar auch wirklich nette Fotoeffekte und Lens Flares im Bild. Das Ganze sieht wirklich gut aus. Artificial Intelligence oder auch künstliche Intelligenz ist hier das Zauberwort AI, KI. Hier kann man zum Beispiel wirklich eine ganz tolle Hintergrundschärfe erkennen. Die Bilder sehen wirklich gut aus bei diesem Smartphone. Nur halt, sobald es an die Dunkelheit geht, kann man auf den Bildern nicht mehr ganz so viel erkennen. Aber immerhin so richtig matschig sehen sie auch nicht aus. Eine zweite Knipse gibt es hier allerdings bei dem Smartphone nicht. Diese versucht Samsung aber dann durchaus immer mal wieder zu imitieren, zum Beispiel indem man hier eine Zoom-Funktion macht, die ist allerdings natürlich verlustbehaftet. Auch einen Live-Fokus-Modus gibt es, der tut sich aber oftmals etwas schwer mit der Motiverkennung und Gesichter, er kennt eigentlich eh nur Gesichter und das hat er mir auch schon öfters mal abgesprochen. Gut, apropos Gesicht. Ja, ich würde das Ganze hier vielleicht auch unbedingt nicht immer als Gesicht bezeichnen, aber ein bisschen gemobbt habe ich mich schon gefühlt vom Smartphone. Aber wirklich schade ist das mit der fehlenden Live-Fokus-Funktion nicht unbedingt beim Smartphone, denn die haben einige Probleme.
meine Haare und andere Haare vom Hintergrund zu unterscheiden. Ansonsten sehen Selfies tatsächlich ganz gut aus. Höchstens vielleicht an der Schärfe fehlt es manchmal noch, aber da kommt es dann auch aufs Motiv drauf an. 2 Jahre ist das X-Cover 4 alt. Wer meint, damit ist Samsung jetzt endlich in der Gegenwart angekommen, hat sich allerdings geschnitten. Sagen wir sind jetzt beim Anfang des Jahres 2018, denn wie immer hinkt Samsung bei der X-Cover-Serie technisch doch ein gutes Stück hinterher. Der Prozessor mit seinem einen Jahr auf dem Buckel ist da wohl noch das neueste Bauteil. Aber ehrlich gesagt wird der Zielgruppe dieses Geräts hier das wohl völlig egal sein. Die freuen sich eher, dass sie ihr altes Zubehör nutzen können und über doppelt so viel Speicher. Den Schutz vor Wasser und Staub gibt es natürlich wieder frei Haus, genauso wie den mittlerweile leider einzigartig gewordenen austauschbaren Akku. Trotzdem wäre da bestimmt mehr drin gewesen in Sachen Technik und Design Samsung. Für den Preis bekommt man ja doch mittlerweile schon wesentlich bessere Geräte, die ja auch mittlerweile oftmals wasserdicht sind. Aber Freunde der richtig outdoor-tauglichen Smartphones, die man notfalls auch mit Handschuhen oder nassen Händen bedienen kann, haben wohl kaum eine andere Wahl. Wer kein Gerät importieren will, muss sich wohl mit dem Design aus dem Jahre 2017 zufrieden geben. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Und wenn ihr euch das Smartphone gerne mal in echt angucken wollt, könnt ihr das natürlich machen. Kein Problem, bei uns in Kaufering oder Schwabmünchen in Schwaben. Könnt ihr gerne nachschauen bei tcs24.de. Ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf unserem YouTube-Channel besucht, abonniert und natürlich die Glocke aktiviert. Auch bei Instagram sind wir, Facebook und natürlich auch bei Twitter. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder etwas bestellen wollt, kein Problem, einfach eine E-Mail an info@tcs24.de. Ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Gut, sieht halt auch so aus wie so Max Giesinger. In Jung.